Marianne Rosenberg heute bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das freut mich sehr. Die Nummern, gerade die Nummer, ne, haben Sie auch zu Hause im Ohr gehabt. Kannst du die überhaupt noch hören? Aber ja, klar, ich finde die toll, nach wie vor, ja. Besonders in der Originalfassung, wenn ich es dann mal im Radio höre, bin ich sehr begeistert. Wie oft schon gesungen? Kann man das überhaupt so beziffern? Das kann man nicht sagen, vielleicht 20.000 Mal, ich weiß es nicht. War das so eine Nummer, bei der man gleich im Studio gespürt hat, auch mit den Kollegen, die da standen, das ist ein Knaller? Nein, die war ja in diesem Grand Prix Vorentscheid damals und ist auf dem 10. Platz gelandet. So muss das sein, so macht man Hits. Das heißt, von hinten durch die Hintertür? Oder wie muss das laufen? Naja, man darf sich dann nicht irgendwie nach so einer, wie soll ich mal sagen, jetzt Heiligkeit richten, die jetzt ein bestimmter Kontext da irgendwie aufruft, sondern man muss einfach gute deutsche Popmusik machen. Ja. Aber wenn man sich die gute deutsche Popmusik anschaut und die gute deutsche Popmusikgeschichte, ist das ja ein Song, der immer wieder auftaucht, wenn es um deutsche Klassiker geht, ne? Ja, aber jetzt, ich bin wie du da, Marleen auch. Ja. Ne? Also ich hatte ja so eine Serie. So, gleich drei. Und das ist ja irgendwie was ganz Schönes, weil so, ich habe dann weitergearbeitet und die verrücktesten neuen Dinge gemacht und mein Publikum hat es aufgehoben. Als ich dann irgendwie 10 Jahre später entdeckt habe, dass es ziemlich gute Musik war, war es dann immer noch da oder für mich dann wieder da, ja? Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das schon beeindruckend. Über 20 Millionen Platten verkauft. Wer zählt das eigentlich? Ja, wollte ich jetzt fragen. Ja. Ich kann mich nicht anschauen. Also ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen, ich habe es nicht gezählt. Ich bin auch natürlich von dieser Zahl beeindruckt, aber wie die jetzt zustande kommt und wer das gezählt hat, weiß ich nicht. Wir hoffen, dass es stimmt. Ja. Nein, das glaube ich dann schon. Der Sohnemann ist mittlerweile 19, habe ich gelesen. Max hat ja auch irgendwie musikalisch Fähigkeiten von der Mama mit in die Wiege bekommen? Macht er auch was in Richtung Kunst? Also mein Sohn ist sehr musikalisch, aber so er sich dazu entschließt, irgendwie der Welt es zu erzählen, wird er selbst an ihr sitzen. Ja. Mehr sage ich darüber nicht. Ah, also er macht auch ein bisschen im Verborgenen. Ja. Wie sieht es denn überhaupt Grand Prix-mäßig aus? Düsseldorf ist ja in diesem Jahr das Mekka des Eurovision Song Contest. Ja. Ist das was mit Lena? Kommt die noch mal vielleicht auch durch die Hintertür beim zweiten Mal? Oder wie also das kann ich wirklich nicht wissen und nicht beurteilen. Und ich bin auch keine Expertin, was den Grand Prix de la Chanson anbelangt. Und ich finde, mehr als gewinnen kann man nicht. Und das war ja im vergangenen Jahr großartig mit der Kleinen, das muss man einfach sagen. Und da sage ich einfach nur, mach dein Ding, Kleine. Und Wir gucken uns das in aller Ruhe an und wir werfen auch mal einen Blick und ein Öhrchen auf das neue Album von Marianne Rosenberg. Ist ja nicht umsonst hier, ne? Und wenn Gerne. Sie Fragen haben, immer her damit, per Telefon oder per E-Mail, vollekanne@zdf.de. Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag. Volle Kanne Freitagsfrühstück mit Marianne Rosenberg, die da auch ganz interessiert geguckt hat. Lady Gaga, findest du gut? Ja, klar, aber ich meine, Lady Gaga macht nichts, was Madonna nicht schon vorgemacht hat. Ne? Das muss ich einfach sagen. Irgendwie wiederholt sich alles, ne? Ja, also ich finde es toll und interessant, aber ich kann es einfach nur so sagen. Es gibt nichts, was sie macht, was Madonna nicht schon vorgelebt hätte auf der Bühne. Ja. Ihr seid gestern schon gekommen, oder? Seid ihr erst heute Morgen eingeschwebt? In nein, gestern Abend. Habt ihr ein bisschen was mitbekommen von Altweiber? Nö. Hier Weiberfasnacht. Wer werden Sie losgelassen? Wir sind spät gekommen. Da waren die dann alle schon bei Privatpartys unterwegs. Wahrscheinlich, ja. Bist du sonst jemand, der Karneval durchaus auch mal feiert und da Spaß haben kann? Ich finde es eigentlich toll, Karneval irgendwie also zu beobachten, wie Leute sich verkleiden und dann zu Kindern werden. Aber ich habe selbst jetzt nicht so Erfahrung damit. Also ich weiß gar nicht so richtig, was es dann bedeutet, Altweiberfasnacht. Was bedeutet es? Ja, das können wir uns jetzt in aller Ruhe angucken. Also, wir haben einen Kollegen gestern rausgeschickt ins Getümmel und da war ordentlich was los. Marianne Rosen ganz beeindruckt. Ja, und wenn die Kameras kommen, da hast du recht, dann wird natürlich besonders. Dann wird besonders gebrüllt. Und ich garantiere, der ein oder andere hat da gestern Nacht auch zu deinem Er gehört zu mir abgehortet. Oder Marleen, das sind ja das Klassiker, die auf jeder, sein, die kommen ja. auf jede Party. Ja. Was ich ganz interessant fand, du hast so sehr, sehr früh angefangen. Mit 14 Jahren hast du schon den ersten Plattenvertrag unterschrieben. Da warst du doch noch gar nicht geschäftsfähig. Nein, ich war minderjährig gewissermaßen. Also das mussten meine Eltern dann machen. Ich konnte nicht unterschreiben und ich durfte auch noch nicht überall auftreten. Und die Plattenfirma hat dann gesagt, ich sei 16, damit ich ins Fernsehen durfte. Ach nee, sonst hätten die dich gar nicht Ja, das war damals noch ganz streng. Also heute ist das ja nicht mehr so, das wissen wir ja. Ja. Wie war das dann? Wie haben die dich entdeckt, so eine 14-Jährige? Bei einem Nachwuchswettbewerb.
durchaus vergleichbar mit Castingshows, aber dir schaut eben nicht ein Millionenpublikum zu. Was hast du da gesungen? Ein italienisches Volkslied heißt Tornar Sorrento und ich habe alles phonetisch gesungen. Also ich konnte ja kein Wort Italienisch, aber ich habe gewonnen und die Kellner in diesem romanischen Café in Berlin im Europa Center, die bescheinigten mir dann einen neapolitanischen Akzent. Das fand ich dann klasse. Und wie kam dann die Plattenfirma auf dich zu? Waren die da mit dabei bei diesem Talentwettbewerb und haben gleich sich die besten Talente abgegriffen? So ungefähr. Es gab eine Endausscheidung in Köln und da habe ich dann den dritten Platz gemacht, aber die Plattenfirma hatte mich vorher schon entdeckt und hat dann gesagt, es ist egal, welchen Platz du machst, wir machen einen Plattenvertrag mit dir. Es ist gar nicht so wichtig, dass man solche Wettbewerbe dann auch gewinnt. Ne? Hauptsache mal ein bisschen Aufmerksamkeit und oft, ja, Christina Stürmer war ja auch nur Zweite entdeckt in Österreich. Ne? Ja. Ja. Wie beurteilst du dann diese Castingshows heute? Du hast ja dann sozusagen den direkten Vergleich. Ja, ich habe ja auch einen Song darüber gemacht, jetzt auf dem neuen Album Regenrhythmus und der heißt Laufkleine und der beschäftigt sich genau mit diesen Castingshows, also nicht nur im Gesangsbereich, sondern jetzt auch im Modelbereich. Gestern, ja, Abend, genau, gestartet wieder die neue Oder Staffel. Oder auch so jetzt, wenn so junge Leute Designer werden wollen und so weiter. Da gibt es ja einige Shows, durch die man sich zappen kann, die letztlich irgendwie alle das gleiche, ja, Format und Ziel haben. Sie sind ein großes Geschäft für die Macher und ja, die jungen Leute, ja, glaube ich, für die ist es oft sehr schwierig, wenn sie da wirklich vor einem Millionenpublikum vor Kameras beurteilt werden und manchmal eben auch, wie soll ich sagen, recht salopp beurteilt werden. Und dann werden die Gesichter vermarktet, der nächste Korb kommt, der eine rollt und die müssen dann aber wieder in diese Umgebung, in der sie leben, zurück, ja, und müssen irgendwie damit klarkommen, dass ihr Gesicht auch so bekannt ist. Und ich glaube, das ist sehr hart und ja, und darüber habe ich, wie gesagt, diesen Song geschrieben, Laufkleine, der ein bisschen Tipps gibt auch, also nicht gleich Verträge zu unterschreiben und auch nicht nur zu hören, was gesagt wird, sondern auch mal irgendwie vielleicht mal nach unten zu schauen, ob da nicht vielleicht doch der eine oder andere Pferdefuß sich zeigt. Ja, ja, aus dir ist jedenfalls richtig was geworden. Der Talentwettbewerb mit 14 war der Start einer ganz großen Karriere, auf die wir mal einen kurzen Blick werfen. Volle Kanne und die Karriere von Marianne Rosenberg. Volle Kanne Frühstück mit Marianne Rosenberg und einer Geschichte, die zum gelben Kleid gehört, das wir gerade eben gesehen haben. Da sagt sie gleich, oh Moment, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ja, es war Starparade und man hat mir mein wunderschönes Kleid geklaut, was vorher extra angefertigt wurde und das sah wirklich zauberhaft aus in der Probe. Und dann habe ich es in der Garderobe zurückgelassen. Und am nächsten Tag, als Sendung war, hing es nicht mehr da. Wer hat das weggenommen? Man hat gesagt, das haben Fans gemacht. Und dann wurde auch irgendwie ein Hemd geklaut von Rainer Holbe und ein Schuh von, glaube ich, Howard Carpendale oder so. Ein Schuh, ja, von Howard, ja, Carpendale. Deswegen ist es einer von ABBA gewesen. Ja, aber ich glaube, das war ein Ablenkungsmanöver. Die haben das nur in anderen Garderoben auch so Kleinigkeiten geklaut, um zu legitimieren irgendwie, dass dieses wundervolle Kleid weg war. Ach so. Und ich musste dann in diesem Tageskleid, in dem ich angereist war, auftreten in der Starparade, ja. Da war ich dann nur ein einziges Mal. Nein, das hat aber nicht an dem Kleid gelegen. Das bildete ich mir aber damals ein. Jetzt hast du gerade auch gesagt, was, beliebteste Sängerin geworden? Ja, so manche Sachen hast mehr. Du gar nicht mehr auf dem Zettel. Nee, ich glaube, es sind dann andere Dinge, die man so im Nachhinein behält. Mit den Jahrzehnten verschiebt sich das alles so ein bisschen. Ja. Aber ich finde das ganz okay, weil man könnte ja auch ins Netz gehen und recherchieren, wann was war, aber das ist nicht so interessant. Interessant ist, woran man sich persönlich erinnert. Ja. Kannst du dich noch an deine erste Erfahrung vor Publikum erinnern? Dein Vater war ja auch da musikalisch ein bisschen vorbelastet. Mhm. Der hat dich dann immer mitgenommen in die Kneipen, um zu singen. Mhm. Wie alt warst du da, als du das erste Mal vor Publikum toll, standst? So 5, 6. Also ich war ja schon recht erprobt, weil ich immer auf ja, Geburtstagen und Hochzeiten sang. Also nur in der Familie oder auch so mit auf Hochzeiten? Ja, in der Familie. Ja. In der Familie. Und da hatte ich dann schon so ein bisschen Erfahrung. Und in den Kneipen, also wir sind ja eine sehr große Familie. Und bei uns war es halt so wie in italienischen Familien, ja, dass die Kinder ganz lange aufbleiben durften, wenn Feste waren, mhm, oder dann auf irgendeiner Bank eingeschlafen sind. Also die Kinder waren immer dabei.